Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's eine neue Challenge zusammen mit Emily. Hi. Genau, und zwar spielen wir heute sozusagen Wer bin ich in SSO mit SSO-Charakteren. Und zwar Emily fängt jetzt in der ersten Runde an. Sie hat sich einen Charakter ausgedacht. Und ich muss dann sozusagen die ganze Zeit Fragen stellen, zum Beispiel, wohnt dieser Charakter in Veldale oder sonst was? Und genau, wenn das richtig ist, wird sie ja sagen und so komme ich meinem Ziel ein Stück näher. Und wenn es falsch ist, muss ich halt andere Fragen stellen. Und zuerst spielen wir es so, dass ich ihren Charakter erraten muss und danach tauschen wir nochmal. Und ich bin mal gespannt, wer am Ende dann das Ganze schneller errät. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Ich stelle meine erste Frage. Und zwar, kommt diese Person aus dem Großraum Silverglade, das heißt Moorland, Fort Pinter, Firgrove, Veildale und Silverglade und so? Nee. Okay. Kommt diese Person aus der Erntefeld-Provinz? Nein. Auch nicht. Dann gibt es ja gar nicht mehr viele Gebiete. Dann tippe ich jetzt mal auf Nebelfall. Ja. Okay, da komme ich dem Ziel schon mal ein Stück näher. Bewege ich mich schon mal in die Richtung. In Nebelfall gibt es gar nicht mal so viele Charaktere. Das heißt, so schwer kann das gar nicht werden. Ist diese Person bei den Jorvik Rangern? Nicht, dass ich wüsste. Also sie ist keiner von den Rangern? Nee. Okay. Ist die Person... lebt die Person in Dandal? Nein. Auch nicht? Okay. Handelt es sich eigentlich um eine Person oder um ein Pferd oder ein anderes Tier? Was also, soll ich da antworten? Handelt es sich um eine Person? Ja. Okay. Gut. Die wohnt nicht in Dandal. Ist nicht bei den Nebelfall Rangern. Aha, okay. Wohnt die Person bei Birks Gehöft? Ja. Gut, steht da jemand, der Birk heißt oder so? Bin ich mir gerade unsicher. Ist die Person männlich? Nein. Nein. Dann ist die Person weiblich. Welcher weibliche Charakter steht denn bei Birks Gehöft? Steht da überhaupt jemand? Hat die einen Namen? Ja, die Person hat einen Namen. Cora ist es nicht. Cora ist da drüben. Im Tagebuch gibt es auch niemanden, der so. Hä? Okay. Soll ich da jetzt einfach hinreiten und suchen? Ja, kannst du machen. Okay. Aber ich frage trotzdem mal weiter. Hat die Person braune Haare? Nein. What the fuck? Das war ein Schaf. Hat die Person blonde Haare? Ja. Blonde Person bei Birks Gehöft. Warum weiß ich nicht, wer bei Birks Gehöft steht? Warum bin ich hier gerade im Gatter von der Starshine Ranch gefangen? Hilfe. Genau, sie hat blonde Haare und ist bei der Starshine Ranch. Ist die Person eher jünger? Oder, also sagen wir so grob geschätzt, eher im kindlichen, jugendlichen Alter oder älter? Älter. Okay. Wer steht denn da? Da war doch eigentlich nur... Steht da generell irgendjemand, der da wohnt? Ja. Oh Mann, ich bin da echt so gut wie nie. Ich bin jetzt gleich da, gucken wir einfach mal. Steht denn hier? Ich weiß nur, Emma in der einen Quest. Und dann war diese Tierärztin da, aber die wohnt doch nicht hier, oder? Die hat einen Namen. Kirsti Grieswald. Richtig. Ja, moin. Die kann ich halt absolut nicht erinnern. Stimmt, aber... Ah. Ja, es gibt sogar bei der ein paar Quests, aber halt keine Hauptstory. Naja. Stimmt. Mir fällt auch gerade ein, ich glaube, in der einen Erinnerung
ging es, glaube ich, darum, wo die hier waren, wo die als kleines Kind irgendwie bei jemandem auf dem Arm war, wenn ich mich recht erinnere. Uff, das kann sein, keine Ahnung. Stimmt auch, das war echt schwer. Also, muss man schon sagen. An die könnte ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Ja. Ja, okay, dann auf jeden Fall denke ich mir jetzt eine Person aus und dann ist Emily gleich dran. So, ich bin jetzt bei der Person und Emily kann loslegen. Okay. Bin ich einer der Hauptcharaktere, also so... Nein. Von der Hauptstory-Quest? Mhm. Nein, oh Gott. Ja, dann hau ich jetzt so ähnliche Fragen raus wie du. Komme ich aus dem Großraum Silverglade? Nein. Nein, okay. Komme ich von Südhof? Nein. Okay. Nebelfall? Nein. Golden Hills Valley? Nein. Epona? Nein. Gott, wie heißt denn der Bereich da oben eigentlich auf Deutsch? Nördliche Erntefeldprovinz. Ja, genau das. Ja. Okay, bin ich menschlich? Ja. Okay. Lebe ich in Jallaheim? Nein. Nein, okay. Bin ich erwachsen? Ja. Ja, okay, ja. Lebe ich auf der Sunfield Farm? Nein. Auf der Goldspur Farm? Nein. Nein. Lebe ich auf der Koppelinsel? Nein. Oh, ey. Super. Lebe ich am Jorvik-Stall? Nein. Okay. Gott, wo lebe ich denn dann? Lebe ich im Grüntal? Nein. Nein. Auf den vergessenen Feldern gibt es ja eigentlich nichts vorhanden. Wo kann ich denn dann leben? Lebe ich hier bei diesem Café? Nein. Da bei Jallaheim unten? Das gehört zu Jallaheim. Ach Mann. Bin ich ein GED-Mitarbeiter? Nein. Ach Mann, ich bin richtig schlecht in so Challenges. Okay, ich lebe nicht auf diesen Farmen. Aber hier. Irgendwo. Bin ich der Fischer? Welcher? Ja, der hier unten. Wie heißt denn der? Warte. Ach. Ja, okay. Also, ja. Du bist Herr Pike. Ach, Herr Pike. Super, ja, okay. Ich bin hier kurz den Steg lang gelaufen. Okay. Dann lass noch eine Runde machen. Ja, klar. Und diesmal machen wir es so, dass wir beide gleichzeitig erraten. So, wir haben uns jetzt beide unterschiedliche Personen ausgedacht und werden immer so abwechselnd das Ganze machen. Also, wenn einer halt Nein hat, bei einem Nein ist, dann ist der andere dran und so weiter. Und Emily fängt einfach mal an. Okay, bin ich menschlich? Ja. Bin ich weiblich? Nein. Gut, bin ich männlich? Nein. Okay, super. Dann bist du jetzt dran. Lebe ich im Großraum Silverglade? Nein. Okay. Bin ich weiblich? Ja. Yeah. Komme ich aus der Erntefeldprovinz? Nein. Okay, du bist dran. Komme ich aus Nebelfall? Nein. Komme ich aus Südhof? Nein. Gut, dann muss ich irgendwo hier sein. Komme ich aus Golden Hills Valley? Nein. Komme ich aus dem Großraum Silverglade? Ja. Irgendwo hier.
Okay. Dann komme ich aus Hollow Woods, Veldale oder Firgrove? Nein. Nein. Dann muss ich irgendwie hierher kommen. Komme ich aus Epona? Nein. Komme ich aus allen Bereichen von dem anderen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, außer Moorland und Fort Pinter? Also halt zentral Silverglade, so Weingarten, Everwindfelder, Silverglade Village, was weiß ich. Ja. Ja, okay. Komme ich vom Weingut in der Nähe her? Nee, ja. Oh. Nähe, sagst du? Ja. Gut. Bin ich einer dieser Bahn, dieser, bin ich, ne, warte mal, ich bin weiblich, dann bin ich diese eine, wie heißt die, Harley, diese Geschwister von den Marley und Barney da? Nein. Nein? Okay. Oh, die wäre auch gut gewesen. Komme ich aus der Erntefeld-Provinz? Ja. Okay. Komme ich aus Jadaheim? Nein. Komme ich von der, also stehe ich irgendwo bei der Reiterarena da unten? Ja. Ja. Stehe ich in der Reiterarena? Ja, oh Mann. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie die Person heißt, die da steht. Halten wir einfach mal hin. Vielleicht komme ich auch so drauf. Wie heißt die Person in der Reiterarena? Das war so ein Standardname irgendwie. Die hatte auch nicht viel zu tun. Die war nur da, um die Rennen irgendwie uns zu geben. War das Polly? Nee, Polly nicht. Ich reite einfach hin und guck nach. Mach du einfach schon mal Ja. weiter. Okay, stehe ich auf der Sunfield Farm? Ja. Oh. Okay. Warte, ich muss mich beeilen, bevor du deins jetzt errätst. Bin ich erwachsen? Nein. Oh, das wird Bin ich knapp. dieser Tor? Ja. Och nein, als ob du das jetzt noch erraten hast, nur weil ich auf diesen Namen nicht gekommen bin. Wie heißt sie? Lynn. Oh mein Gott, als ob die Lynn Ja. heißt. Oh. Wow. Super. Er merkt sich in diesen Namen. Als ob du das jetzt noch vorher erraten hast. Oha. Oh mein Gott, ja. Okay, dann hast du jetzt gewonnen. Glückwunsch. Danke. Ja, okay, dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.